Das haben wir uns ja schon fast gedacht. Und dann habe ich, ich wusste sofort, da wird mir unheimlich was fehlen. Aber ich habe das dann gedacht, okay, wir machen das wirklich seit 30 Jahren oder ich mache es seit 30 Jahren. Ich habe ja eher damit angefangen. Und mal sehen, wie das denn ist. Ist vielleicht ganz gut, das sich mal anzugucken, wie KLP ohne KLP ist. Einfach nur, um sich nochmal so zu besinnen. Weil man sonst ja jedes Frühjahr immer schon, sobald ich aus dem Urlaub zurückkomme, ich bin meistens im März weg, dann geht das los. Hier das Geratter, alles ordentlich machen, alles ausräumen, alles umräumen und so weiter. Dann geht so die aktive Phase los. Das Planen ist natürlich dann schon vorher im Jahr, also im Herbst davor. Und dann dachte ich, na mal sehen, ob man, wie das denn wird. Die Leute werde ich sehr vermissen, aber vielleicht können wir uns privat treffen und vielleicht gucken wir uns das mal an, wie es ohne KLP ist. Das fand ich als positiven Aspekt dabei, weil ich auch schon mal überlegt hatte, vielleicht sollte man mal ein Jahr pausieren. Das machen ja inzwischen eine ganze Zeit, ne? Eben, das machen ziemlich viele. Aber das habe ich denn unsere Aussteller, unsere Freunde, die sind ja ganz fest darauf auch geeicht zu kommen. Das sind ja auch meistens dieselben. Und was ich denen erzählen soll, wenn wir nur mal, um mal zu gucken, ein Jahr Pause machen, das hätte ich gar nicht gewusst. Also das hätte ich auch gar nicht von alleine machen wollen. Das fühlt sich auch irgendwie fies an. Also das einfach, weil wir dann denken, mal gucken. Ja. Aber ich bin in gewisser Hinsicht gespannt, wie das ist. Und ich hoffe mir auch, dass manche Leute, die kritisch sind, die KLP dann auch vermissen. Und sagen, die KLP, ihr meckert, da wird viel gemeckert, aber es ist auch schade, wenn sie ausfällt. Ja. Und all solche Sachen, denke ich, können mal ein bisschen in Ruhe überlegt werden. Also das finde ich das Positive daran. Am Ende habe ich gedacht, wollen wir es eigentlich nochmal machen? Man spielt immer so mit diesen Gedanken des Aufhörens ein bisschen. Was würde mir fehlen? Und dann waren das die Leute. Ne? Meine Freunde meine ich. Die sehen wir einmal im Jahr, die zelten da hinten auf der Wiese oder campen oder was sie gerade haben. Nicht ganz hinten durch, ist ja groß. Mhm. Und da würde mir was fehlen. Und das Negative ist, die sehe ich alle nicht. Und ich habe ja auch gleich vorgeschlagen, wenn es irgendwie möglich ist, können wir uns ja vielleicht privat treffen, also über Pfingsten. Dann können die, einige haben ja gesagt, wieso, natürlich komm, ich mache ja doch hier meinen Jahresurlaub bei euch, wenn während der KLP. Und dann können wir in Ruhe, können die alle hier hinten, wenn sie wollen, zelten oder in ihren Wohnmobilen schlafen. Und ein paar Räume haben wir ja auch. Und können einfach mal in Ruhe uns privat treffen und auch ein paar neue Ideen vielleicht sammeln. Das ist der Vorteil dabei, denke ich. Und für mich selbst muss ich sagen, ich habe noch nie den Frühling so genossen wie jetzt, weil jetzt ist kein Druck irgendwie, alles fertig zu kriegen. Ne? Das ist der Vorteil. Aber vermissen werde ich die natürlich. Wir sind schon richtig eingeschworenes Team hier und ich hoffe, dass wir uns dann irgendwie wenigstens sehen, auf irgendeinem anderen Weg. Bye.